Hallo, liebe Appgefahren-Leser. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns einen brandaktuellen Samsung-Fernseher ins Büro gestellt. Er ist nicht so riesig, er hat kein 4K, aber was er hat, ist AirPlay und die TV-App. Seit dem Firmware-Update, was am Dienstag verteilt wurde. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. AirPlay kennt ihr, wir könnten also hier von unserem iPad zum Beispiel die Bildschirmsynchronisation starten, sagen, wir wollen auf dem Samsung-Fernseher unsere Inhalte genießen und könnten dann zum Beispiel, ja, was haben wir denn hier, ein Spielchen starten und das dann. Ganz einfach auf dem großen Bildschirm genießen, möglicherweise mit einem Controller, wenn es unterstützt wird. Wir haben aber auch die Chance, und dazu stoppe ich jetzt mal die Synchronisation des Bildschirms. Optimierte Apps, also Apps, die AirPlay anbieten von Haus aus, zu verwenden. Da wäre zum Beispiel der erste Gedanke die Foto-App. Wenn man eine Diashow starten möchte, geht man auf Teilmenü, auf AirPlay, Samsung Fernseher und schwupps landen die Fotos, die wir zum Beispiel hier im Urlaub gemacht haben, auf unserem Fernseher. Wir können heranzoomen, wir können ja, wischen, wir können erzählen, wie toll es da im Meer war und müssen da nicht irgendwie Kabel anschließen, keine USB-Sticks einstöpseln. Ja, wir haben jederzeit die Chance, den ganzen Spaß wieder zu beenden. Eine wirklich praktische Sache. Einige Apps wie Sky Go oder Netflix haben ja die Unterstützung für AirPlay leider unterbunden. Aber ansonsten, also wenn ihr Präsentationen habt, Fotos, YouTube, andere Video-Apps, alles gar kein Problem. Was auch noch neu hinzugekommen ist, ist die TV-App und die zeigen wir euch jetzt mal. Die braucht hier ein bisschen lang zum Laden. Ich weiß nicht, ob es an der TV-App selbst liegt oder an dem einfach sehr, sehr günstigen Fernseher. Also das ist so das günstigste Modell, was wir jetzt gefunden haben von Samsung. Aber sobald man einmal drin ist in der TV-App, ihr werdet es jetzt auch gleich sehen, ist die ganze Geschichte eigentlich relativ flüssig gestaltet. Wir können hier auf die Filme zugreifen, wir können uns Trailer ansehen, wir können die Sachen kaufen oder leihen. Das Ganze wird dann über unser iTunes-Konto abgerechnet, über das wir uns hier angemeldet haben. Auch das ist spielend einfach, man kann einen QR-Code scannen und ist ja, quasi nach einer kurzen Bestätigung auf dem iPhone oder iPad angemeldet. Wir haben hier oben halt auch unsere Mediathek. Bei mir ist dann nicht so viel drin. Aber hier zum Beispiel so ein irischer Krimi. Und es läuft einfach. Und wer jetzt keine Lust hat, sich irgendwie ein Apple TV zu kaufen, nur um AirPlay nutzen zu können oder um seine iTunes-Inhalte anschauen zu können, der ist auf jeden Fall mit diesem Firmware-Update für die Samsung-Fernseher der Generation 2019 und ausgewählte Modelle aus 2018 sehr gut bedient. Und wir wissen ja schon, dass auch Hersteller wie LG oder Sony eine entsprechende Unterstützung für Apple TV und AirPlay nachreichen werden. Ich finde es klasse, dass sich Apple in diese Richtung geöffnet hat. Am Ende profitiert ganz klar der Nutzer davon und Apple freut sich vielleicht auch, dass ihr noch mehr Filme und Inhalte bei ihnen kauft.